Zum ersten Jahrestag des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine hat der UN-Sicherheitsrat eine Schweigeminute in Erinnerung an die Opfer abgehalten. In der anschließenden Sitzung äußerte sich auch Außenministerin Baerbock. Sie verteidigte unter anderem die Unterstützung für die Ukraine. Opfer und Aggressor dürften nicht gleichgesetzt werden. Gleichzeitig rief sie zu einem Friedensplan auf Basis der UN-Charta auf. Wenn ich mich hier am Tisch umsehe, dann habe ich keine Illusionen. Wir werden die russischen Vertreter heute hier nicht überzeugen können. Er hört ja nicht mal zu. Aber was wir heute tun können, ist, dass dieser Rat nicht die Augen verschließen wird gegenüber Bucha, Kharkiv, Mariupol und Bachmut, vor diesen Menschen und den Kindern der Ukraine. Was wir tun können, ist aufzustehen für eine Welt, wo der Frieden auch Frieden bedeutet. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.